Glück auf. Wann sind Sie das erste Mal in die Mine gefahren und wie haben Sie sich dabei gefühlt? Überwältigend. Hm? 1984, Ausbildungszeit bis 1986. Und dadurch hingekommen durch meinen Vater, der ja 40 Jahre untertägig als Bergmann gearbeitet hat. Arbeitet und wie lief konkret ein Arbeitstag ab? Also begonnen hat die Frühschicht 6 Uhr. Wir sind natürlich schon zeitig aufgestanden. 4 Uhr aufstehen, 5.30 Uhr der Schichtbus gefahren und mit dem Bus dann zum Schacht. Und 6 Uhr sind wir dann eingefahren in die Grube. 14 Uhr war dann wieder die Ausfahrt, ehe man wieder zu Hause war. War es dann erst 16 Uhr, also ca. 12 Stunden unterwegs gewesen. Wussten Sie, wofür das Uran damals genutzt wurde und was haben Sie darüber dann gedacht? Anfänglich hat man es natürlich nicht gewusst. Hingegangen sind die Bergleute oder die Leute über allgemein, um Geld zu verdienen. Und später dann hat sich natürlich das herausgestellt, dass es für die Großmächte abgebaut worden ist, um die Atombombe da zu bauen. Ja. Und was war das schlimmste bzw. aufregendste Erlebnis, was Sie in der Mine hatten? Also verschüttet war mal ein Kollege von uns gewesen und der war natürlich zu bergen. Musste man natürlich die Grubenwehr informieren, ganz viele Leute da mitgeholfen, den freizulegen. Und der ist dann rausgekommen aus der Grube und hat es dann auch überlebt. Ja. Hatten Sie Probleme mit der Lautstärke? Das merkt man ja erst später. Sehr viel Lärm umgeben in der Grube. Geschützt anfänglich sogenannte Hermetes, solche Mickey-Mäuse heutzutage, die es da gibt. Wir haben dann später, wie gesagt, Ohrbugs eingesetzt, um die Ohren zu verschließen. Ja, diese Knetkugeln haben den Lärm sehr gut abgehalten, aber später merkt man natürlich schon, dass es in der Grube sehr laut gewesen ist. Hatten Sie ja noch andere Probleme körperlicherweise? Nee, wir sind alle zwei Jahre überwacht. Ja? Lungenuntersuchungen werden da durchgeführt und da habe ich Gott sei Dank keine Schäden davon getragen. Und was halten Sie davon, dass jetzt im Stollen geheiratet werden kann? Das ist bei uns eine super Sache. Ja? Die Bergleute, die da traditionell hier heiraten wollen, in ihren Uniformen oder Trachten, die kommen dann bei uns hierher und freuen sich natürlich, dass dieser Raum vorhanden ist und die dann natürlich für diese Hochzeit auch genutzt werden kann. Ne? Und hat sich was in Ihrem Leben dadurch verändert? Wenn ja, was? Also mit der Wendezeit hat man ja die ganzen Gruben geschlossen, 1990. Viele Jahre bin ich anderweitig tätig gewesen in verschiedenen Berufen. Natürlich froh darüber, hier seit 4 Jahren wieder da zu sein und hier dann diese Bergbautätigkeit im kleineren Umfang wieder durchzuführen und den Leuten natürlich das zu vermitteln, was man da alles so erlebt hat. Ja? Okay.